Viel Spaß bei Feiertage Magazin mit Nobby. Euer Dede. Mit Ruhe und voller Entschlossenheit. Die Vorbereitung beim BVB auf Leverkusen. Mit Respekt und voller Optimismus. Trainer Peter Bosch zur kommenden Aufgabe. Mit Routine und voller Leidenschaft. Zu Gast bei Nobby, Roman Weidenfeller. Ja, hallo und herzlich willkommen bei BVB Total, bei eurem Feiertagsmagazin. Wir haben den 1. Dezember und wir wollen natürlich auch die Weihnachtszeit jetzt offiziell einläuten und hoffen natürlich auf ein Erfolgserlebnis am Wochenende gegen Bayer Leverkusen. Ja, für unsere Mannschaft sicherlich keine einfache Woche, so ein Spiel und so ein Ergebnis, das muss man irgendwie auch verarbeiten. Besonders gefordert natürlich dann der Trainer. Unser Trainer Peter Bosch zeigte sich in der Pressekonferenz allerdings optimistisch und richtig kämpferisch. Die Qualität vom Training war gut, auch die Einstellung war gut, das ist wichtig. Auch vom Spieler, die vielleicht nicht oft spielen, weil da wollte ich von sehen, dass die mich zeigen. Wir haben dieses Mal keine englische Woche, wir haben die Zeit genommen, das wirklich gründlich zu analysieren. Nicht nur kurzfristig das einzige Spiel, sondern die langere Phase, worin wir sind. Gerade auch nach dem Schalke-Spiel war das auch gut, dass wir die Spiele mehrere Tage, dass ich die bei mir habe, weil wir nicht nur trainiert haben, aber auch unsere Sitzungen gehabt haben. Wir haben eine sehr gute Trainingswoche hinter uns, sehr intensive Trainingswoche. Und ich muss sagen, dass die Spieler sehr motiviert sind für das Spiel gegen Leverkusen. Was wir jetzt brauchen bei BVB ist Erfolg. Wir müssen einen Sieg bekommen. Ja, soweit unser Trainer und das wollen wir natürlich vertiefen mit einem Mann, der seit gefühlten 236 Jahren schon beim BVB ist. In Wirklichkeit sind es 15,5. Ich begrüße ihn natürlich ganz herzlich. Herzlich willkommen, Roman Weidenfeller. Roman, schön, dass du Zeit gefunden hast, zu uns ins Studio zu kommen. Ja, du hast gerade den Trainer gehört. Wie hast du ihn diese Woche erlebt? Ja, genauso wie in der ganzen Zeit kämpferisch. Versucht weiterhin natürlich auch den Input in die Mannschaft reinzubringen, das Spiel durchzuziehen, weiterhin fußballerisch das Ganze auch zu begeistern und so halt eben auch wieder zum Erfolg zu kommen. Es gab natürlich das Problem, dass man das Ergebnis von letzter Woche in irgendeiner Art und Weise natürlich verarbeiten muss. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr das im stillen Kämmerchen gemacht, jeder für sich, oder habt ihr euch auch mal als Mannschaft zusammengesetzt? Ne, wir haben es schon auch hart analysiert, also in der ganzen Mannschaft auch. Der Trainer hat da schon auch die Spielszenen rausgeschnitten, die entscheidend waren. Und da auch den Finger auch in die Wunde reingelegt, was ich auch denke, dass es auch nötig ist, um da auch den Schritt nach vorne zu gehen. Wie war das vergangenen Samstag für dich, als du nach Hause gekommen bist? Konnte man die Enttäuschung direkt vergessen, wenn man den kleinen Sohn auf dem Arm hat oder beschäftigt man sich da doch noch länger an dem Abend mit? Ja, schon noch sehr lang. Weil letzten Endes muss man sagen, ein 4:4 habe ich auch selbst noch nicht erlebt. Wir haben es ja hier mal erlebt beim 3:3. Das war ja schon sehr nervenaufreibend. Bis dahin habe ich immer gesagt, ich bin so oft gefragt worden, was war denn dein schönster Derby-Sieg? Da habe ich gesagt, der 3:3-Sieg 2008. Genau. Ja, war natürlich genau umgekehrt. Aber klar, man muss auch sagen, wenn dann der Kleine im Stadion ist, macht es unheimlich viel Spaß, den später dann auch in den Armen zu haben und lässt einiges vergessen. Aber nichtsdestotrotz war es schon sehr bitter und wir wussten auch schon, dass es nicht gerade unsere beste Leistung war in der zweiten Halbzeit. Stimmt, leider. Aber es war nicht nur Verarbeitung, sondern auch Vorbereitung. In dieser Woche, das stand auf dem Programm und wir sind natürlich wie immer zum Trainingsgelände gefahren. Und was da so alles passiert ist, schauen wir uns jetzt mal an. Das Training diese Woche konzentriert, aber mit der nötigen Lockerheit. Unter der Leitung von Peter Bosch hat die Mannschaft die Vorbereitung aufgenommen. Bewusst abgeschottet und größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Duell am Samstag steht dabei im Fokus. Dann gilt es, 3 Punkte einfahren. Konzentriert, aber mit der nötigen Lockerheit. Ja, ihr habt euch diese Woche ein bisschen abgeschottet, bewusst abgeschottet, damit ihr in Ruhe arbeiten könnt, damit ihr euch auf Leverkusen vorbereiten könnt. Wie sah das diese Woche aus? Gib uns mal einen Einblick. Wo lag der Hauptschwerpunkt drauf?
Ja, wir haben wieder den Schwerpunkt darauf gelegt, dass wir das System halt eben einspielen, dass wir dann auch die Zweikampfstärke auch trainieren, die auch entscheidend ist bei solchen Spielen. Und trotz allem muss man auch sagen, dass man auch genug regeneriert, denn wir brauchen die Power auch wieder zum Samstag hin. Haben auch uns selbst auch nochmal auch alles abverlangt die Woche über, haben gewisse Tests auch noch vollzogen, um da auch herzustellen und klarzustellen, dass auch jeder richtig fit ist, und haben halt eben wirklich auch einiges diese Woche auch dann auch unternommen, um da halt eben die Basis für den Sieg auch am Samstag herzustellen. Es war ja kein normales Spiel, es war ja ein außergewöhnliches Spiel. Ist dadurch in der kommenden Woche irgendwas anders? Oder ist man dann so viel Profi und sagt, na, jetzt da gehen wir durch, das passiert und nächste Aufgabe wartet am Samstag auf uns? Sollte man eigentlich meinen, aber ich glaube, jeder Profi weiß auch, dass man da die ersten zwei Tage schon noch einiges mit auch anzufangen hat, mit so einem Unentschieden, was sich in der Gefühl wie die Niederlage anfühlt. Und da ist ja jeder auch Mensch genug, und da muss man das Ganze erstmal sacken lassen. Aber klar, irgendwann während der Woche wird es auch Zeit, das auch dann hinten anzustellen und zu sagen, okay, jetzt greifen wir wieder an. Und es gibt nur eine Zielsetzung, halt eben in Leverkusen zu gewinnen. Und dann sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, du bist einer, der in den 15,5 Jahren alle Höhen und Tiefen bei Borussia Dortmund mitgemacht hat. Ist man da in so einer schwierigen Situation vielleicht als erfahrener Spieler besonders gefordert, oder wie kannst du da behilflich sein? Probierst du eigentlich wie immer auch irgendwo die Hand zu reichen, letzten Endes auch die Erfahrung ein bisschen spielen zu lassen. Letzten Endes ist aber so, dass jeder Spieler für sich selbst entscheiden muss, ob er das wahrnimmt oder eben nicht. Ich glaube schon, dass wir auch als Team besser agieren müssen. Das steht außer Frage. Wir müssen an unserer Zweikampfstärke enorm arbeiten. Wir müssen wirklich auch daran arbeiten, dass wir uns viel mehr auf dem Platz unterhalten. Denn oftmals kommt es schon so vor, dass der eine oder andere zwischendurch dann auch mal ganz kurz einnickt, und dann wird es dann schwierig für das ganze gesamte Team, das dann auch noch umzusetzen. Und das ist halt eben so das Hauptaugenmerk. Und deswegen sollte man sich schon auch zwischendurch offen und ehrliche Meinung sagen. Wir hoffen natürlich, dass ihr morgen gegen Leverkusen gewinnt, so will ich es mal sagen. Da würden wir uns natürlich am meisten drüber freuen, einen schönen Dreier. Jetzt kommen wir zu einer neuen Rubrik, die kennst du noch nicht, die heißt Fragenkonter. Am Anfang der Sendung habe ich es auch gesagt, wir werden Weihnachten einläuten. Deshalb gibt es jetzt an dich 5 schnelle Fragen und von dir 5 schnelle Antworten. Oh, bin ich mal gespannt. Die Weihnachtszeit ist für mich tollste Zeit. Auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt bin ich sehr gerne. Am meisten freue ich mich an Weihnachten auf Augenglühwein. Zu Weihnachten wünsche ich mir in diesem Jahr, habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Was? Na, ehrlich gesagt nicht, aber erstmal den nächsten Dreier wäre schon mal das erste Weihnachtsgeschenk. Ja, okay. Und Leo bekommt in diesem Jahr vom Weihnachtsmann? Ja, ein Spielzeug. Was ganz genau, will ich noch nicht sagen, aber mir schwebt da schon was vor. Nicht, dass er heimlich das Feiertagsmagazin mit Papa guckt. Ne? Genau. Jetzt kommen wir auch zu einer Erneuerung, die du noch nicht kennst. Es gibt immer die Möglichkeit, von einem Freund, von einem Bekannten eine Frage stellen zu lassen an meinen Gast vom Tage. Und auch in diesem Fall wird das so der Fall sein. Und auf die Frage bin selbst ich gespannt. Ja, lieber Roman, ich hätte auch noch eine Frage an dich, zumal wir ja demnächst wieder ein Trainingslager haben in Spanien. Und du genießt ja mittlerweile das Privileg, als Dienstältester weitgehend ein Zimmer allein für dich zu haben. Und ich habe des Öfteren in den vergangenen Jahren ja die Auslosungen vorgenommen. Welcher war eigentlich dein liebster Zimmerpartner? Mit wem hast du dich am besten verstanden, wenn du dich über deine langjährigen Trainingslager da orientiert hast? Also ich hatte mal einen Zimmernachbarn, das war sensationell. Das war Tinga damals. Der konnte kein Wort Deutsch, aber auch nicht Englisch. Auch nicht. Das heißt, wir haben eigentlich gar nicht kommuniziert. Was habt ihr nur mit Zeichensprache. Aber es hat super funktioniert und es war super angenehm.
hat richtig viel Spaß gemacht. Martinga war auch ein geiler Typ, ne? Ja, und ein geiler Fußballer, ne? Sensationell, und man konnte sich immer auf ihn verlassen, und deswegen fällt mir das jetzt gerade so spontan ein. Als er gegangen ist, konnte der auch noch immer. Auch noch nicht so wirklich Deutsch. Ich glaube, heute kann er ein bisschen besser Deutsch. Aber er ist noch oft hier im Stadion, gemeinsam mit Dede. Und Everton kommt auch ab und zu vorbei. Evan Nielsen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Wird mal wieder Zeit. Aber war einfach eine tolle Zeit. Tolle Jungs. Ne? Und hat immer Spaß gemacht. Ja, ein anderer Kollege, der steht morgen bei Leverkusen auf dem Platz. Manni und du, ihr wohnt jetzt ja nicht so weit voneinander. Wie sieht es denn im Moment um die aktuelle Nachbarschaft aus? Wie trifft man sich da? Ja, er hatte letzte Woche noch eingeladen, weil sein Sohn hatte Geburtstag. Und dadurch hat er eingeladen gehabt zum Kaffee und Kuchen. Und den habe ich natürlich dankend angenommen. Ich hoffe, dass er uns jetzt diesen Samstag auch noch mal auf das eine oder andere Geschenk vielleicht einlädt. Das wäre doch mal was, Mann. Das wäre doch mal was. Also von Leverkusener Seite natürlich gemeint, nicht, dass er persönlich... Könnt ihr den nicht noch zwischendurch rufen? Manni, komm! Lass einfach der durch. Nach lass so mal vielen durch. Jahren. Genau, lass richtig. Durch. Lass einfach durch. Lass laufen. Aber nee, mal sehen. Also ich finde, dass Sven das unheimlich gut macht in Leverkusen. Er war jetzt auch von einer Verletzung gezeichnet, hatte Probleme mit der Rippe gehabt, die Rippe war gebrochen. Einer von den beiden ist doch eben am Krankenhaus, oder? Aber die Jungs gehen halt eben auch dahin, wo es weh tut. Ja. Und man muss ehrlich sagen, dass er, glaube ich, da auch Struktur reingebracht hat in Leverkusen und tut der Mannschaft gut. Jetzt mach du unsere Zuschauer mal glücklich. Sag mal, was dich optimistisch stimmt, dass wir morgen in Leverkusen was holen. Also letztes Jahr hatten wir zwar nicht gerade so den perfekten Augenblick gehabt in Leverkusen, aber ich muss sagen, die wichtigen Spiele haben wir in Leverkusen eigentlich immer dann gewonnen, wenn es drauf ankam. Und ich tippe auf 2-1 für uns. Jawohl, Chaka. So, jetzt geht's schwarz oder gelb. Linienrichter-Ausrutscher, Pressegrätsche. Ja, dann nehme ich das andere. Ja, ist ja gut. 1-0 für David Odonkor. Manchmal ist der ist auch aus dem Stadion rausgelaufen, so schnell war der. Oh Gott. Hey, der lange Schuss. Oder? Nee. Das ist noch ein anderer. Nimm ich das andere wieder, wenn du gelb nimmst. Hey! Tunnel! Bodo Schmidt. Bodo war auch einer von der etwas rustikaleren Sorte. Oh, der Bodo grätscht den im Tunnel. 1-1. Sagst du nur 1-2-3 oder was? 3-2-1. Yeah! Ich glaube, die rennen jetzt gleich alle ineinander. Boah. Ach du Heile. Ulf Kirsten. Guck dir das machen. Vier Mann. Alle raus. So, dann schauen wir mal auf den Zwischenstand. Roman hat nicht verkürzen können. 24-20 für mich. Checker. Ja, ich freue mich darüber. Ja, müsst schon ein bisschen öfters kommen. Will ich schon mal Konkurrenz machen. Na, das, du hast ja auch nicht wirklich dazu beigetragen, dass es enger wird. So, jetzt machen wir ein schönes Foto. Warte. Das unterschreibst du natürlich jetzt gleich. Das braucht einen kleinen Moment. Bis dahin gibt es für euch noch einen kleinen Programmtipp. Fleming Paulsen war einer oder ist immer noch einer der absoluten Publikumslieblinge der 90er Jahre. Er fiebert immer noch
mit unserem BVB mit und kommt auch gerne aus Dänemark zu uns ins Stadion. Als der frühere Stürmer das letzte Mal hier war, haben wir natürlich die Gelegenheit genutzt, um ein wenig mit ihm zu plaudern. Über seine Verbundenheit zum Verein, seinen tränenreichen Abschied und vieles mehr. So, Roman, das Bild noch unterschreiben. Nicht über den Kopf. Wir, am Ende des Jahres machen wir daraus eine wunderbare Collage und versteigern das zugunsten unserer Stiftung. Gute Geschichte. Ja, dann drücken wir die Daumen. Morgen für Leverkusen. Kommt bitte nicht ohne Punkt nach Dortmund zurück, sonst gibt es Ärger. Vielleicht ein gutes Omen, dass du beim Feiertagsmagazin ziehen warst, ne? Oder? Denke ich. Haben wir doch bisher immer gewonnen. So sieht's jedenfalls aus. Ja, und ihr zu Hause drückt auch mit die Daumen. Die Wende ist nah. Morgen kommt sie. Drückt die Daumen. Tschüss, macht's gut. Bis dahin. Und nochmals vielen Dank, Roman. Danke an euch. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao.